Nordrhein-Westfalen hat seit gestern Abend einen neuen Landtag. Bei der Abstimmung im bevölkerungsreichsten Bundesland hatten sich SPD und Grüne eine klare Mehrheit gesichert. Bisher reichte es nur zu einer Minderheitsregierung. Wir haben unsere Wahlziele, so wie es jetzt aussieht, alle erreicht. Eine starke SPD und es geht mit Rot-Grün weiter in NRW. Während die SPD im Land ein historisches Hoch feiern konnte, stürzten die Zahlen der Christdemokraten in den Keller. Spitzenkandidat Norbert Röttgen zog sofort Konsequenzen und ist noch am Wahlabend zurückgetreten. Dieses Ergebnis führt ganz zwingend dazu, dass ich die Führung des Landesverbandes abgeben werde. Die bundesweit schwächelnde FDP blieb gestärkt im Landtag. Die Linke scheiterte an der 5%-Hürde und der Piratenpartei gelang der Sprung ins vierte Landesparlament. Auch in Mönchengladbach wurde gewählt. An vielen Standorten blieb es aber erschreckend ruhig. In diesem Reiterwahllokal lag die Beteiligung bei nur etwa 40%. Die wenigen Wähler waren sich ihrer Sache aber sicher. Ja, wählen ist dahingehend wichtig, dass man irgendwo vielleicht noch eine kleine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Es ist auch keine schwierige Aufgabe, sage ich jetzt mal, zwei Kreuze da zu machen. Ja, weil ich will, dass die Politiker meinen Willen durchsetzen. Als um Punkt 18 Uhr die ersten Hochrechnungen im Reiter-Rathaus erschienen, jubelten auch hier vor allem die SPDler. Das änderten auch nicht die ersten Wahlergebnisse für Mönchengladbach. Beim Gesamtergebnis aus der Vitostadt haben die Sozialdemokraten die Nase bei der Erststimme mit knapp 38% vorn. Die CDU hat mit 36,47% das Nachsehen. Die FDP ist mit 5,15% knapp drin. Und die Grünen und die Piraten sind beide bei über 8%. Bei dem Gesamtergebnis der Zweitstimme ist der Erfolg der SPD noch deutlicher zu sehen. Die FDP hat in diesem Bereich mit knapp 9,6% deutlich mehr Wähler auf ihrer Seite als bei der Erststimme. Gewinner des Abends ist Hans-Willi Körfges von der SPD. Zum ersten Mal seit der Landtagswahl im Jahr 2000 holte er den Wahlkreis 49 direkt. Ich kann nur sagen, ich hatte mir schon Hoffnung gemacht, den Wahlkreis gewinnen zu können. Dass das jetzt so deutlich werden würde, hatte ich nicht erhofft. Gegenkandidat Michael Schrören von der CDU verliert das Rennen deutlich. Er ist über das Gesamtergebnis in Nordrhein-Westfalen enttäuscht. Es ist frustrierend. Schlechtes Ergebnis muss man nicht schönreden und relativieren. Enttäuschend. Wir haben es anders vorgestellt. Im Wahlkreis 50 gewinnt Norbert Post von der CDU mit 40,31% und liegt damit 5,86% vor Angela Tillmann von der SPD. Ja, ich denke, dass ich einer der wenigen Großstadtwahlbezirke geholt habe. Und ich glaube auch, dass das eine lange Zeit der Arbeit ausgemacht hat. Ich bin seit 12 Jahren unterwegs und ich habe nicht mal so und mal so gearbeitet, sondern eben stetig. Hier war das Rennen deutlich knapper. Die Kandidaten lagen zeitweise nur 2,5% auseinander. Für Tillmann eine persönliche Niederlage. Doch sie freut sich über den historischen Sieg ihrer Partei im Land. Das finde ich super gut. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe die Prognosen zu Hause mir noch angehört. Und in dem Moment war ja schon klar, dass es dann für Rot-Grün reicht. Mönchengladbach ist für seine extrem niedrige Wahlbeteiligung bekannt. Mit durchschnittlich 53% gingen gerade mal 1% mehr Wähler an die Urne als bei der letzten Landtagswahl.